So, heute wollte ich mal zeigen, was für ein Mittel ich in das Becken immer rein tue, damit ja nichts rostet und auch das Wasser nicht gammelt. Und ich wollte es mal zeigen, da ich in letzter Zeit schon öfter immer mal gehört habe, dass jemand fragt, was man da alternativ für Mittel rein tun kann. Es gibt ja spezielle Mittel, die man in so Plasmabecken geben kann. Die habe ich selber noch nicht verwendet, deswegen kann ich auch nicht einen wirklichen Vergleich geben. Ich kann nur zeigen, eben, wie es bei mir aussieht. Dadurch, dass es momentan so heiß ist, war bei mir ziemlich viel Wasser verdunstet. Also ich habe gestern auch frisch Wasser nachgefüllt. Ich habe nicht sauber gemacht oder was. Einfach nur quasi Wasser nachgefüllt. Und also das Wasser ist relativ klar. Das hat sich jetzt wieder gelegt, der ganze Dreck und Staub. An der Oberfläche sieht man ein bisschen Schmutz jetzt auch noch, weil ich hier auch Pulver beschichtet habe. Und der Pulverlack sich da ein bisschen auf der Wasseroberfläche abgelegt hat. Aber jetzt mal zu dem Mittel oder Zusatz, den ich verwende. Ich verwende hier einfach dieses Waschsoda. Mein Becken hat 100 Liter. Und ich habe hier am Anfang mal eine so eine Packung reingehaut. Und alle paar Wochen oder Monate, wenn ich eben merke, dass es irgendwie ja, das Gammeln oder Rosten anfängt, dann kippe ich immer so einen halben Beutel oder was nach. Oder wenn wieder viel Wasser verdunstet auch, dann schütte ich auch mal wieder was nach. Aber man sieht, also da ist jetzt noch ein bisschen Rost. Ich denke, das liegt daran, weil ich gestern frisch Wasser nachgefüllt habe. Und ich werde jetzt auch wieder ein bisschen was von dem Soda nachkippen, aber man sieht, also das Wasser ist eigentlich glasklar, wenn man die Oberfläche jetzt mal nicht berücksichtigt. Genau. Und ja, ich werde jetzt einfach mal ja, so ein Drittel von dem Beutel eben nachkippen. Also einfach ein bisschen reingeben. Ich tue da auch nichts dann vermischen oder was. Das löst sich dann schon auf und verteilt sich beim Schneiden. Und ja, so mache ich das jetzt schon seitdem ich die Anlage gebaut habe. Das ist ungefähr ein Jahr her. Und hatte noch keine Probleme. Also es fängt nichts das Gammeln an, es rostet nichts. Auch wenn da irgendwie so Bleche drin liegen, wenn ich die dann irgendwann mal raushole. Da ist auch nichts verrostet oder eher im Gegenteil. Die werden dann, ich wasche es mal ein bisschen ab. Naja gut, das schaut schon ein bisschen fertiger aus. Aber da ich auch viel verrostetes Blech schneide, kann es auch gut sein, dass das schon verrostet war. Oder hier sieht man es jetzt, da ist nichts gerostet. Oberflächlich ein bisschen Dreck drauf. Das Wasser fühlt sich auch dann ein bisschen seifig an durch dieses Waschsoda. Aber ja, es rostet nichts, gammelt nichts. Ich kann es nur empfehlen. Aber wie gesagt, ich habe keinen Vergleich, da ich bis jetzt nur immer das verwendet habe. So ein Backel kostet, glaube ich, 1 Euro. Und ich glaube, günstiger geht's nicht. So, seitdem ich jetzt das Pulver reingeschüttet habe, sind jetzt wieder ein paar Tage vergangen. Ich habe jetzt auch gestern wieder was geschnitten. Und jetzt hat sich auch der ganze Staub und Dreck auf der Oberfläche gelegt oder ist untergegangen. Ich denke mal, durchs Plasmaschneiden hat sich das einfach die ganze Zeit verwirbelt. Aber das sieht man jetzt schon. Ja, mit den Reflexionen ist ein bisschen blöd, aber also, das ist glasklar, das Wasser. Und wie gesagt, das ist ein bisschen seifig, fühlt sich auch leicht seifig an. Aber ja, es rostet nichts und gammelt nichts.